Kein Tag ist gleich. Mit wahnsinnig vielen Freiheiten und nie langweilig. Es wird kein Unterschied zwischen Azubi und Mitarbeiter gemacht. Man wird schnell aufgenommen. Alles ist möglich bei Globus. Also am meisten gefällt mir einfach, wie die Menschen mit dir umgehen. Du wirst von den Leuten sehr gut behandelt und du fühlst dich einfach, wie soll ich sagen, du fühlst dich zu Hause. Man hat sich direkt wohlgefühlt, so zugehörig. Wir hatten eine Starterwoche, die wurde sehr schön gestaltet. Wir haben vieles erlebt. Wir hatten sogar einen Segelflug, auch über die Koordination. Einmal hatten wir einen Test, den wir gemacht haben. Wir konnten uns die Logistik angucken. Außerdem hatten wir noch vor kurzem eine Kulturfahrt. Da sind wir 3 Tage in einer Jugendherberge gewesen mit ganz vielen anderen Azubis. Das war wirklich ein mega Erlebnis. Und ich habe gedacht, dass Globus einfach das richtige Unternehmen ist, weil es auch ein sehr familiäres Unternehmen ist und ich seit klein auf immer in den Globus einkaufen gegangen bin. Also ich war nicht immer Geschäftsleiter, sondern ich habe ganz normal meine Ausbildung bei Globus gestartet, also bin ein echtes Globus-Eigengewächs. Ich war erst 15 Jahre alt und ich wusste noch gar nicht genau, was ich eigentlich später mal machen will. Der Lebensmitteleinzelhandel war so der sichere Hafen damals in der Zeit und so bin ich zu Globus gekommen, ja. Bei uns ist es so, dass wir alle 3 Monate die Abteilung wechseln. Und irgendwann im 2. und 3. Lehrjahr hat man sich dann spezialisiert. Also dann hat man darüber nachgedacht, okay, was war denn von diesen vielen verschiedenen Themen oder verschiedenen Abteilungen, was hat mir persönlich denn eigentlich am besten gefallen? Und da konnten wir einfach mal sehen, wie das so aussieht im Globus, im Backstage-Bereich, kann man sagen. Also das ist ja auch das, was Globus ein Stück weit besonders macht. Wir haben ja verschiedene Produktionsbereiche und so kommt natürlich die Möglichkeit, dass wir über 17 verschiedene Ausbildungsberufe in unseren Betrieben anbieten. Unsere Ausbildung ist auch wichtig, dass wir wirklich nur 8 Stunden am Stück arbeiten. Damit wir auch noch die Freizeit haben und auch noch die Zeit, um zu lernen haben. Ich mache gern Kraftsport und dann habe ich wirklich noch genug Zeit dafür, um das zu machen. Weil man hat wechselnde Schichten und da hat man immer Zeit. Globus bietet auch Weiterbildungsmöglichkeiten intern an, aber ich möchte danach halt bei Globus studieren. Mein Vorarbeiter hat auch gemeint, er würde mich unterstützen, den Meister zu machen, wenn er sieht, dass ich mich da reinhänge. Zum einen ist es natürlich die persönliche Einstellung und die eigene Initiative. Und der andere Part ist auch, dass man von den entsprechenden Stellen unterstützt wird. Und ich hatte das Glück, bei Globus immer von meinen Vorgesetzten oder von meinen direkten Vorgesetzten und auch Kollegen immer die Unterstützung zu erfahren. Ja, ich bin jetzt Azubi, aber ich würde auch gerne hier weitermachen und das Bestmöglichste erreichen. 500 Euro Entscheidungsgarantie bei Globus bedeuten absolute Freiheit. Selbst die Azubis, jeder Mitarbeiter, darf für sich selber entscheiden, wie man diese 500 Euro Garantie durchführt. Also angenommen, es kommt jetzt ein Kunde zu mir, der bringt mir jetzt eine Pizza, da wäre Thunfisch drin gewesen, aber da war jetzt Ananas drin. Dann würde man dem Kunden dann die Pizza natürlich noch mal gratis schenken. Ich habe die Möglichkeit, in einem 4-Augen-Gespräch mit dem Kunden eine eigenständige Entscheidung zu treffen und nicht vorab meinen Vorgesetzten fragen zu müssen. Das ist ein unheimlich tolles Gefühl. Die Ausbildung bei Globus bedeutet sehr, sehr viel Freiheit, sehr, sehr viel Entscheidungskompetenz. Sie schenken einem sehr viel Vertrauen und man bekommt auch sehr viel Verantwortung. Wenn ich schon Familie habe, bietet Globus aber auch eine Teilzeitausbildung an, damit ich Zeit für die Familie habe, aber trotzdem eine Ausbildung machen kann. Um in die Globus-Familie reinzukommen, brauchst du nur Spaß bei der Arbeit, Menschlichkeit und Teamfähigkeit. Teamfähigkeit auch ganz großes Thema, weil wir in der Logistik sind ein Azubi-Team von 27 Leuten. Komm auch du ins Team Azubi. Komm ins Team Azubi. Komm ins Team Azubi.